Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks. Mal wieder unterwegs mit dem D-Max auf der Carter Highway. Wir haben ein Achtergefecht und das ist voll. Voll. Stuhlgangmäßig. Weil ich eigentlich auf der Karte mit meinen TDS im Moment in die erste Front fahre, an die vorderste Front. Und das kann ich nun mit dem Blecheimer nicht. Weil der D-Max einfach aus Trompetenblech gebaut ist. Und wahrscheinlich ein. Ja. Los geht's. Was ist denn drinnen? Oh, billigen Motor von. Was weiß ich. Nee, nur Keule. Rechts vor links. Wahrscheinlich auch von sowas. Billiges von Maybach oder Daimler oder keine Ahnung. Nichts gegen Daimler, nichts gegen Maybach. Sollte man einfach mal hier mal so voll da hinfahren und so machen. Feuer. Muss man den Busch einstellen. Einfach mal quer zur Mitte. In der Hoffnung, dass da irgendwer vorfährt, dass man drauf schießen könnte. Zu viel Kindstreffer. Ich meine, wenn er trifft, tut's richtig aua. Wenn er trifft. Hier ist ein schönes Beispiel, zwei, drei gute Treffer und dann ich hab den Baum umgefarmt, ich weiß, aber. What the fuck? Auf zu klicken. Klickfinger kaputt. Nein, er klickt weiter. Das ist ein ganz harter Klicker. Zeig dich nochmal. Lauf.
hier weg? Nein, habt ihr nicht. Wieso nicht? Komm, Schusswinkel verkürzen. Wirklich verkürzen? Nein, Scheiße. Ach, shit, 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 shit. Ist der nicht aufgegangen ist? Da drüben? Da, 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 da. Und ja, da, da. Und da, da, da. Und da, da, da. Nein. Da geht nicht auf. Ich kann mal wissen, wie viele Fahrkarten ich jetzt wieder geschossen habe. Gut, 2, 3, ja. Ja, ja, die waren stellenweise, ja, einfach rausgerotzt in der Hoffnung, um was zu treffen. Das war beim DLC und zweimal auf dem T3485. Einmal, zweimal? Ja, zweimal waren es jetzt. Aber waren wir so ein paar Schuss dabei? Ja, gerade mit den KV85, wo ich mir sage, ja, warum muss die wieder daneben gehen? Warum nicht treffen? Du bist tot. Und was hat der gute Mensch dafür ein Problem, dass der jetzt so da vollkommen... Ja, der D-Max hat das Problem, er besteht quasi nur aus Pappe. Die Knifte drauf ist geil, ist wirklich eine gute Bewaffnung, aber halt, Mensch, er ist langsam, er ist behäbig. Und die Knifte ist geil. Würde ich mir trotzdem kaufen? Nein, nicht für das Geld. Wenn es mir irgendwann als Boni mit dazu gibt beim Paket... Ja, das ist okay. Aber jetzt so den Drang, den zu kaufen, habe ich nicht wirklich. Dafür... Ja, dafür... Der D-Max hat einfach das Problem bei mir persönlich. Er ist vorbelastet durch den sturen Emil, durch das Nach. Das ist so das Problem. Hätte ich die Waffenträgerei nicht gespielt, würde ich das erste Mal jetzt den D-Max spielen, würde ich vielleicht sagen, oh, geiles Ding, geiles Stück, geiler Panzer. Aber... Ja. Ich bin halt vorgeschädigt, das ist so das Problem. Aufgrund der Vorbelastung habe ich auch aufgehört, den Borsig zu spielen. Warum bin ich erst gar nicht rangegangen an den Borsig? Obwohl ich da auch Interesse habe. Wobei das Hauptinteresse war ja früher der Waffenträger eher in 100, der es nicht mehr gibt. Warum auch immer man den rausnehmen musste. Finde. Thank you.
Alter, hör auf zu klicken! Du bist ein ganz schön auf die Nerven. Ja, der KV2 sitzt da hinten in der Ecke und jodelt sich ein. Mein Gott. Das kannst du auch nicht ändern mit dem Klick. Mit deinem Umgeklick wird es auch nicht besser. Wenn halt der gute Mensch nicht möchte, dann möchte er nicht. Weil er halt einen Baum pflanzt. Keine Ahnung. Ja, kann dein Frust verstehen. War das auch des Öfteren gefrustet über so eine Mitspieler, die als Top-Tier oder Top-Tank da einfach sich kurz rumdrehen, im Busch verpissen an der Basis und dann Rüben hacken, keine Ahnung. Siehst du, hast schon einen weg. 2:2. Chantal reißt es jetzt. Pass auf. Der reißt das Spiel rum und oder auch nicht. Ich denke mal ja nicht. Natürlich jetzt den Vorteil, er kann schneller nachladen, weil er das lange Rohr drauf hat. Er hat Stummelrohr drauf. Problem ist, trifft das Stummelrohr, ist er weg. Oh, jetzt bist du dran. Oh, nee, bist nicht. Doch, bist du. Ah, da war der T-34-85. Ja, ELC. Viel Glück. Das sind beides One-Shots. Halt die Frage, wo ist der T-34-85? Alles One-Shots. Alle Mann. Wobei der KV2 einfach nur irgendwo hinrotzen muss mit Splash Damage. Ich denke mal, knapp 1000 Schaden haben wir auf jeden Fall. Naja, läuft wieder richtig gut, wenn ich mir so angucke. Hier überall Pleite, Pleite, Pleite. Da ist ein Sieg, da ist eine Pleite. Da ist noch ein Sieg. Oh, geil. Oh, ist doch ganz ordentlich. 1551 Schaden. Gut, Ihmchen ist vollkommen durchgedreht.
13 Schuss, 7 Treffer, 7 mal durchgegangen. Wir machen 37.000 plus, ja, 860 EP. Für einen Panzer, den ich nicht mag, das ist ganz ordentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sag tschüss, bis zum nächsten Mal.